Hallo und herzlich willkommen zu einer geführten Meditation mit Thomas Andres. Diese geführte Meditation wird dich darin unterstützen, dein ideales Ich zu finden und deinem ganz persönlichen Lebensglück einen großen Schritt näher zu kommen. Wir reisen darin durch innere und äußere Welten, lassen los, was wir nicht mehr brauchen und erhalten die Antworten, die wir für unser ganz persönliches Lebensglück noch brauchen. Doch lass uns jetzt starten. Nimm dazu einen tiefen Atemzug. Lass langsam deinen Atem ausströmen und schließe deine Augen, wenn dir danach ist. Beobachte für einmal deinen Atem. Beobachte, wie es dich atmet. Immer tiefer und tiefer in deinen Bauch hinein. Es ist völlig in Ordnung, wenn vielleicht jetzt noch Gedanken in deinem Kopf kreisen. Das muss dich nicht kümmern. Sie werden im Laufe dieser Meditation kleiner und kleiner und deine Entspannung größer und größer. Konzentriere dich dazu einfach auf deinen Atem, auf die Musik, die dich vielleicht in ganz neue Sphären führt, und auf meine Stimme, die dich in den Zustand der absoluten Entspannung begleitet. Und solltest du deinen Gedanken doch einmal folgen, dann kehre einfach wieder zurück zu deinem Atem, zu dieser Musik und meinen Worten. Während du allmählich bei dir ankommst, kannst du beginnen, einfach zu sein, einfach zu entspannen. Loszulassen, zu genießen. Wenn du magst, kannst du nun deinen Atem nicht nur beobachten, sondern für einmal bewusst steuern. Atme dafür tief durch die Nase ein. Halte den Atem kurz an und atme dann langsam durch deinen Mund wieder aus. Genau so. Wiederhole dies ein paar Mal und spüre die Erleichterung, die sich mit jedem Atemzug in dir verbreitet. Einfach durch die Nase einatmen, den Atem kurz anhalten und langsam durch den Mund ausatmen. Entspannung einatmen, Anspannung ausatmen. Genauso. Kehre nun zur normalen Atmung zurück und beobachte wieder, wie es dich atmet. Einfach nur beobachten. Nicht kommentieren, nicht beurteilen.
Dein Körper darf sich nun immer mehr und mehr entspannen. Und vielleicht bemerkst du bereits, wie sich auch dein Atem beruhigt und allmählich tiefer und langsamer wird. Ganz automatisch, einfach geschehen lassen und tiefer gehen in den Zustand der absoluten Entspannung. Es gibt nun nichts zu tun. Einfach mal sein und die Gedanken kommen und gehen lassen. Sei dir bewusst, dass dieser Moment hier und jetzt ganz dir gehört und du beginnen kannst, deine Aufmerksamkeit allmählich nach innen zu richten, bei dir anzukommen. Dein Atem wird ruhig und entspannt und du lässt alles los, was dich umgibt. Einfach sein, ganz bei dir, dieses wundervolle Gefühl einfach genießen. Tiefer und tiefer. Immer tiefer in den wundervollen Zustand der absoluten Entspannung. Genauso. Mit jedem Atemzug, mit jedem Ton dieser Musik, lösen sich deine Gedanken mehr und mehr auf. Wie ein Nebelmeer, das sich mit beginnender Sonneneinstrahlung allmählich auflöst und eine wundervolle Sicht freigibt. Die Sicht auf ein wundervolles Panorama vielleicht. Oder auf neue Horizonte. Und so wie sich der Nebel auflöst, lösen sich auch die Anspannungen in deinem Körper immer mehr auf. Zunächst beinahe unbemerkt am kleinen Zeh deines rechten Fußes fließt nun dieses Gefühl der Entspannung durch deinen gesamten rechten Fuß. Und auch dein linker Fuß beginnt sich nun noch mehr zu entspannen. Auch deine beiden Unterschenkel entspannen sich immer mehr und mehr. So auch deine Knie. Deine Oberschenkel, dein Becken, und während sich allmählich das Gefühl der Entspannung durch deinen ganzen Oberkörper ausweitet, und weiter in deine Arme,
kannst du vielleicht bemerken, dass sich mit dem Gefühl der Entspannung auch ein Gefühl der Geborgenheit ausdehnt. Wie es dein Herz durchströmt. Wie sich das einfach gut anfühlt. Wie sich deine Schultern entspannen. Und der Nacken. Wie all die feinen Muskeln im ganzen Gesicht ganz weich werden und das Gefühl der Entspanntheit und Geborgenheit nun allmählich in deinem Kopf ankommt, wie du alles hinter dir lässt und einfach bist. Die wundervollen Klänge und meine Stimme, die dich auf deiner Reise ins Lebensglück begleiten, machen es dir noch einfacher, abzuschalten und zu genießen. Währenddem du einfach mal bist, währenddem du einfach loslassen und geschehen lassen kannst, entsteht in dir ein Bild oder ein Gefühl einer wunderschönen Wendeltreppe. Stelle dir diese Wendeltreppe mit all deinen Sinnen vor. Jetzt, wo du vor ihr stehst. Das sichere und schöne Geländer. Die soliden Treppenstufen. Das Material. Die Farbe. Diese Treppe wird dich auf eine neue Ebene im Leben begleiten. Spürst du bereits, wie dich die Treppe magisch anzieht? Und dass etwas Neues, etwas Wunderbares auf dich wartet? Nimm nun den ersten Schritt. Du gehst langsam und erwartungsfroh die Treppe hoch, sicher geführt und vollkommen entspannt. Weiter und weiter, mit jedem Schritt näher und näher zu deinem Lebensglück. Allmählich kommst du an, auf dieser neuen Ebene, dort, wo diese wunderbare Aussicht auf dich wartet, dort, wo sich neue Horizonte eröffnen. Neue Sichtweisen und Perspektiven entstehen. Dort, wo sich neue Welten und neue Möglichkeiten ergeben, die Person zu werden, die du tief in dir drin bereits bist. Du fühlst dich sicher geführt, entspannt und genießt es, den Überblick zu haben. Du hast den Alltag und deine Gedanken hinter dir gelassen und bist vollkommen frei. Bist entspannt und mit jedem Atemzug, mit jedem Ton dieser Melodie und mit jedem Wort meiner Stimme lässt du noch mehr los. Gehst immer weiter in diesen Zustand der absoluten Entspannung.
Genau so. Wunderbar befreiend. Und währenddem du noch ein wenig tiefer in diesen Zustand der absoluten Entspannung gleitest, fällt dir dieser große, magisch anmutende Spiegel auf. Betrachte oder fühle ihn ganz genau. Sobald du dich davor stellst, wird dir der Spiegel dein ideales Ich zeigen. Dein Ich, wenn du aus der Fülle lebst, wenn du dein ganzes Potenzial lebst und wie du glücklich und zufrieden deinen Weg gehst. Stell dich ruhig einmal davor und lass es einfach zu, dich in deinem besten Ich zu sehen. Was kannst du alles erkennen? Welche Kleidung trägt dein ideales Ich? Betrachte die Frisur. Betrachte die Figur. Und schaue, wie sich dein ideales Ich bewegt. Was will es dir zeigen? In welcher Umgebung bewegt sich dein ideales Ich? Das alles bist du, wenn du Ja zu dir sagst. Vielleicht zeigt dir der Spiegel auch eine Tätigkeit, die deiner Berufung entspricht. Schau ganz genau hin. Nur beobachten, nicht beurteilen, nicht kommentieren. Kommt jetzt auch noch dein idealer Partner oder die ideale Partnerin ins Bild? Wie sieht er oder sie aus?
Betrachte die Person ganz genau. Die Figur. Die Haare. Das Gesicht. Das Lächeln. Ihre Bewegungen. Indem du all die Eindrücke auf dich wirken lässt, kann es sein, dass im Spiegel ein liebevolles Wort aufleuchtet. Ein Wort, das jetzt wichtig für dich ist, das dich unterstützt auf deinem Weg zu deinem idealen Ich. Welche Informationen du auch immer mitnehmen wirst. Bedanke dich nun bei deinem Spiegelbild und erkenne, wie es sich auch bei dir bedankt. Bedank, dass du dich aufgemacht hast, neue Ebenen zu erreichen, um deinem Lebensglück Schritt für Schritt näher zu kommen. Nimm all diese Erfahrungen mit im Wissen, dass du diese Person sein wirst, die du tief in dir drin bereits bist, wenn du nur willst, wenn du nur stetig deinen Weg weitergehst. Und so kannst du nun weitergehen zur Wendeltreppe, die dich noch höher bringen wird, auf die nächst höhere Ebene. Stell dir vor, wie du wieder vor der Wendeltreppe stehst und nimm den ersten Schritt. Und je höher du steigst, desto tiefer kannst du in diesen wundervollen Zustand der absoluten Entspannung gehen. Kannst das Gefühl des inneren Friedens mehr und mehr spüren. Du fühlst dich sicher geführt und spürst diese Erleichterung, dein altes Ich hinter dir gelassen zu haben. Dort unten, wo einst deine Reise, dein Aufstieg begonnen hat. Gehst weiter, Schritt für Schritt, stetig fokussiert, um dieses Lebensglück zu erfahren, für das du dich aufgemacht hast. Du fühlst die Verbundenheit mit etwas, das sich wie Liebe anfühlt. Während du diese Liebe in dir aufnimmst und durch deinen ganzen Körper strömen lässt, kommst du auf dieser höheren Ebene an. Du siehst nach oben und hast einen ganz anderen Ausblick. Um dich erstreckt sich ein funkelnder Sternenhimmel. Sterne, soweit das Auge reicht. Über dir, neben dir.
und unter dir. Du bist auf einer Ebene angekommen, auf der du dem Universum ganz nahe bist. Du spürst die Verbindung, die immer da ist und die du immer mehr und mehr leben kannst. Du bist angekommen und erlebst dich als einzigartigen Teil des Universums. Bist bereit, dein ideales Ich, dein Lebensglück zu leben. Du bist heute hierher gekommen, um ein Versprechen abzugeben. Ein Versprechen nur an dich. Du hast dir in Erinnerung gerufen, dass Veränderung, Wachstum und Entwicklung nur geschehen kann, wenn du Ja zu dir sagst, wenn du ins Handeln kommst und wenn du aktiv deinen Weg weitergehst. Und so kannst du dir heute feierlich ein Versprechen abgeben oder dein Versprechen an dich weiter verinnerlichen. Das Versprechen, dir selbst treu zu bleiben und deinen ganz persönlichen Weg zu gehen, aktiv und beständig. Du hast eine Bestimmung, die dir klarer wird, wann immer du dir diese Meditation anhörst. Um aber dorthin zu kommen, musst du aktiv bleiben und an dir arbeiten, Tag für Tag. Und mit diesem Wissen und dieser inneren Sicherheit kannst du nun weiter loslassen und tiefer gehen in den Zustand der absoluten Entspannung. Dieses wundervolle Gefühl genießen, getragen zu werden, geliebt zu werden. Loslassen, mehr und mehr. Einfach genießen. Dich auf allen Ebenen des Seins erkennen, annehmen. Bedingungslos loslassen und entspannen. Dich selbst sein. Diese Liebe in deinen Traum mitnehmen. Selbstliebe zulassen, bedingungslos und dein Unterbewusstes einladen, die Veränderungen jetzt umzusetzen, die notwendig sind, dass dich immer mehr und mehr selbst lieben darfst. Dein inneres Genie entdeckst.
Geborgenheit spürst. Lieben darfst. Und tiefer, tiefer, immer tiefer in diese Liebe gehen. In diese Geborgenheit. Und Leichtigkeit. Das zu tun, was dich jeden Tag mehr und mehr in diese Selbstliebe bringt. Genauso. Veränderung zulassen. Altes gehen lassen, weiter und weiter weg, die Leichtigkeit des Seins spüren, die Leichtigkeit der Liebe zu erkennen. Geboren.